Und haben Sie auch schon eine schwarz-rot-goldene Haifischflosse auf Ihrem Autodach, liebe Zuschauer? Oder zumindest eine Deutschlandflagge im Vorgarten? Morgen geht's nämlich los, ne? Die Fußball-EM in Frankreich. Auch wenn unsere Nationalmannschaft erst am Sonntag ins Turnier startet, sollte man schon jetzt in Sachen Fanartikeln perfekt vorbereitet sein. Ich habe hier zum Beispiel schon mal mein schönes Armband. Gibt dann natürlich auch noch diese wunderbaren Haargummis hier für die Frau, für unterwegs. Aber das hier, liebe Zuschauer, das hier ist übrigens mein Lieblingsfanartikel. Der Handel ist vorbereitet. Fanartikel für die Fußball-Europameisterschaft. Jetzt gibt es sie überall zu kaufen. Was ist die EM ohne Girlanden, Hüte und Perücken? Es scheint, als wäre ganz Deutschland im schwarz-rot-goldenen Kaufrausch. Viele Flaggenketten. Ich vermute, dass viele im Garten feiern wollen oder auch Restaurants oder andere Event-Locations. Doch, geht jetzt los. Angeblich will jeder dritte Deutsche in Fanartikel investieren. Im Schnitt wollen sie dann mehr als 60 Euro ausgeben. Baumärkte, Supermärkte und Fachhandel, alle wollen an der Euro 2016 mitverdienen. Aber wie groß ist die Fußball-Euphorie bei den Zuschauern? Sehr, sehr groß. Ja. Ja. Ich bin mir sicher, dass Deutschland gewinnen wird. Nee, wirklich? Doch, ja. Woher weißt du das so genau? Der Yogi macht das schon. Das wird jetzt als der Mega-Hype verkauft. Okay. Was hältst du davon? Ja, ist auf jeden Fall praktisch. Die sind noch ganz gut. Ja, geht so. Wenn sie von der Qualität so bleiben sollten, ja, dann ja. Dann geht's, ne? Was hältst du von so einer Hand? Wenn man in Stimmung ist, da schwänzt du in die Hände eigentlich auch ziemlich oft. Ja. Dann ist man drin und kommt schlecht raus, ja. Und weiß ich nicht. Bringt es dieser Getränkekühler? Ja klar, warum nicht? Ja. Ist eine gute Idee, ja. Was hast du? Ja, wenn man draußen guckt, ja, sonst Kühlschrank. Könntest du dir vorstellen, das anzuziehen? Nee, eher nicht. Höchstens als Flitzer. Über Spielfeld, ja. Was sagst du zu meiner Mütze? Das ist so ein bisschen Deutschland-Frankreich in einem. Ja, das verbindet so zwei Kulturen. Steht ihnen auf jeden Fall auch. Natürlich gibt es auch reichlich schwarz-rot-goldene Verzierung fürs Auto. Beim Dekorieren kommt die Frage auf, wer wird denn nun Europameister? Oder ist das eigentlich gar keine Frage? Deutschland natürlich. Was anderes außer Deutschland kann man nicht sagen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es auch so sein wird. Deutschland natürlich, ne? Deutschland. Ich würde mich für Deutschland freuen, aber ich glaube, Frankreich macht das. Spanien. England oder Frankreich. Sicher ist, in den nächsten 4 Wochen dreht sich auch bei uns alles um den Fußball. Ich bin vorbereitet. Für uns kann die EM kommen.